Das elektronische Steuersystem Paltronic 50 ist ein CE-konformes und den Maschinenrichtlinien entsprechendes Lastmomentbegrenzungssystem. Es ist modular aufgebaut und begrenzt den Kran in allen kritischen Situationen. Auch wenn dieser mit Zusatzsystemen wie zum Beispiel Flyjib oder Seilwinde ausgerüstet ist. Weiters sind Standsicherheitssysteme oder reduzierte Lastbereiche in die Paltronic 50 integrierbar. Beim Einschalten des Nebenantriebes wird die Paltronic 50 mit Strom versorgt und startet hoch. Sie ist betriebsbereit, sobald die OLP-Diode blinkt. Paltronic 50 kann nicht automatisch starten, wenn der Notausknopf betätigt ist. Erst wenn alle am Kran befindlichen Notaustaster entriegelt sind, startet die Anlage automatisch. Durch Betätigen des On-Off-Knopfes während des Betriebs wird das System aus- bzw. wieder eingeschaltet. Leuchten die On-Off-Dioden nicht, sind keine Kranbewegungen möglich. Eine permanente Auslastungsanzeige zeigt die Last am Kran oder Flyjib an, sofern der Wert über 60% des erlaubten Grenzwertes liegt. Bei Erreichen der 90%-Grenze ertönt ein akustisches Warnsignal, welches durch Betätigen des OLP-Knopfes deaktiviert werden kann. Wird der Kran noch höher belastet, tritt eine Überlastsituation ein. Die Auslastungsanzeigen beginnen zu blinken. Gleichzeitig wird durch rote Dioden die Ursache der Überlast angezeigt. Diese können sein: Erreichen der Maximallast am Kranhubzylinder oder am Flyjib-Knickzylinder. Erreichen der zulässigen Seilkraft bei Seilwindenbetrieb oder Erreichen einer reduzierten Lastgrenze aufgrund reduzierter Standsicherheit des Fahrzeuges. In Überlastsituation sind alle in der jeweiligen Stellung lastmomentvergrößernden Funktionen gesperrt. Der Kran kann nur Lastmoment verringernd bewegt werden, wie zum Beispiel durch Einfahren des Flyjibs bei Flyjib in Überlast. Die Logik des Systems erkennt auch alle Zusatzausstattungen und gibt in jeder entsprechenden Situation nur die jeweils erlaubten Bewegungen frei. Wird durch eine entsprechende Bewegung die Auslastung wieder verringert, werden alle Kranfunktionen freigeschaltet. Wie bei vielen Lastmomentbegrenzungssystemen kann durch Anfahren des Hubzylinders am Kran oder des Knickzylinders am Flyjib auf Anschlag die auftretende Druckspitze eine Überlastsituation auslösen. Diese sogenannte falsche Überlast kann durch Betätigen des OLP-Knopfes, die Leuchtdiode leuchtet dabei stetig, und durch Senken des überlasteten Zylinders wieder freigegeben werden. Dieser Vorgang kann nicht wiederholt werden, solange die OLP-Diode blinkt. Mit der künstlich herbeigeführten Überlastsituation kann die Funktionsfähigkeit des Systems überprüft werden. Ist der Kran mit dem System Geometrieüberwachung ausgerüstet, so werden auch maximal zulässige steile Armstellungen von der Paltronic überwacht. Spricht die Überwachung an, zum Beispiel weil der Kranarm eine Armstellung von 85 Grad erreicht hat, so werden alle Armwinkel erhöhenden Bewegungen gesperrt. Weiters wird die zulässige Grenzlast an die Lastarmposition angepasst und bei Erreichen des jeweiligen Grenzwertes durch Sperren der kritischen Bewegungen, es sind dies vor allem die Hebenbewegungen, gesichert. Wird das System vom Hubzylinder des Kranes ausgelöst, so leuchten in Überlastsituation die Diode für Kran und für reduzierte Lastgrenze gleichzeitig.
Ähnliches gilt für ein Auslösen durch das Flyjib. Dies wird durch Leuchten der Dioden, Überlast Flyjib und reduzierte Lastgrenze angezeigt. Paltronic ist zudem für das Programmieren von freien Grenzzuständen vorgesehen, um auf die Bedürfnisse von speziellen Aufbausituationen eingehen zu können. Die genaue Abschaltlogik hängt daher auch vom Aufbau ab und kann nur von der jeweiligen Aufbaufirma dem Kunden erklärt werden. Schließlich ist jedes Paltronic-System mit einer digitalen Statusanzeige ausgestattet, welche dem Palfinger-Service-Mitarbeiter genaue Details über den aktuellen Betriebszustand erläutert. Im Problemfall ist es sehr hilfreich, bereits per Telefon diesen Code dem Servicepersonal mitzuteilen.